Das europäische Instrument bläst, glaube ich, immer noch. Nein, jetzt ist es zu Ende. Prima. Du bist Techniker und erfindest nicht nur ungewöhnliche Instrumente, sondern auch richtig brauchbare technische Dinge. Und du wolltest uns eins vorführen, das uns ganz besonders fasziniert hat. Ja, dieses Instrument betrifft die sogenannte EG-Wurst mit einem Wassergehalt von 90%. Das ist zum Beispiel eine amerikanische Hotdog-Wurst mit weniger Wassergehalt. Ja. Und das erkennt man daran, dass sie quietscht. So, also, nein, wir müssen eine handelsübliche deutsche Wurst nehmen mit einem Wassergehalt von etwa 90%. Und nun kommt der gemeine Wurstgrill zum Tragen. Brauchen wir da Strom? Da brauchen wir unbedingt Können Strom. Können wir ein Kabel mit einem Anschluss haben? Genau, und jetzt wird dieser Bananenstecker, der eigentlich Wurststecker heißen müsste, in die Wurst hineingesteckt. Und schon haben wir das komplette System fertig. Das ist eine ganz normale Wurst, die einen Widerstand von 1 Kilo Ohm hat. Und bitte mal hinlangen. Ganz kalt, eiskalt. Eiskalt. Frisch gekühlt. So. Und jetzt ein Widerstand? Ist ein von 1 Kilo Ohm, der sich im Laufe des Grillvorgangs auf ungefähr 500 Ohm reduziert. Das habe ich alles ausgemessen. Und da geht jetzt der Strom richtig durch, wie da durch eine Glühbirne? Wie durch eine Glühbirne. Man darf also nicht hinlangen. Es hat auch noch nicht die TÜV-Zulassung, weil da haben zwei TÜV-Ingenieure schon ihr Leben ausgehaucht, weil sie vergessen haben, Stecker rauszuziehen. Also überall rein, ja? Meine Damen und Herren, nicht zu Hause nachmachen, wenn Sie das jetzt sehen. Das könnte schwere Unfälle geben. Das ist nur unter, nicht unter Aufsicht eines... Zu dieser Sendung gibt es auch eine Begleitwurst. Möchte ich gleich bei der Gelegenheit sagen. Die ist in allen Bahnhofsbuchhandlungen, Wurstcentern und Fleischereistudios für 1,98 € zu bekommen. Und der Erlös geht an die Hanswurst-Stiftung. So, jetzt wird hier 220 Grad, also wie gesagt, bitte nicht nachmachen zu Hause. Man braucht dazu wirklich eine Ingenieurausbildung. Ja. Und jetzt ist das drin, der Stecker, und wir sehen, was passiert. Nämlich nichts, die Wurst denkt. Jeder, ja, das, und sie wundert sich. Wer würde sich nicht wundern, wenn du plötzlich jemand ein Zäpfchen da von hinten her. Aber jetzt geht sie langsam in einen gegrillten Zustand über. Und man sieht jetzt auch schon einen schönen Funken. Ja? Und man kann dies, das ist der Funke. Und die Wurst kann man also auch zum Lichtbogen schweißen und hernehmen. Ne? Ja, ist ein Universalgerät. Bedanke mich. Wieder drauf. Oh, die ist heiß. Willst du mal probieren? Sehr schön heiß. Da gibt sie gleich weiter. Einer kann sie essen. Sie war frisch aus der Tüte. Herzlichen Dank. Also, meine Damen und Herren, nicht zum Nachahmen, aber eine köstliche Erfindung. Und wir beschließen unsere Sendung noch einmal mit La Plapperpap und der Tarantella. Ich sage Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Hier ist La Plapperpap.